willkommen bei RCKs & Co. Heute, ja, man kann es schon fast Basher-Event nennen. Und zwar sind wir heute, ja, auf einer sehr coolen Location. Wir haben jetzt hier vier Autos, die man, ja doch, man sieht sie. Einmal hier rechts den Big Rock, dann den Tunefighter vom Lukas, ein Rustler und den Max. Und wir machen jetzt hier quasi ein Drag Race oder wie auch immer. Wir stehen auf Position. Ich gucke noch mal kurz auf die Kamera. Jetzt sieht man nur die Funke. Ja, so sollte es passen. Dann würde ich sagen, wer macht die Ansage? 3, 2, 1, go! Oh, erstmal Willi. Oh, der Staub. Hä? Karo verloren? Oder was war das? Ah, ich stehe in Gefahr. Wo ist der Rustler? Dann warten wir mal, bis der Rustler wieder raus ist. Oder was? In der Zeit mache ich mal eine kleine realistische Drift-Anlage. Sieht halt. Wir machen einfach mal so random, filmen wir heute. Ohne System. Ohne System, ohne Plan. Einfach drauf los, so macht es am meisten Spaß. Und der Tunefighter vom Lukas hat außerdem auch ziemlich geile Reifen drauf. Die hat er voll billig beim Konrad bekommen. Das sind so, von was sind sie? Vom Stagger, gell? Ja, vom Stagger. Die sehen eigentlich so vom Ding her recht billig aus, aber die haben übelst den Grip. Irgendwie sehen sie dann doch wieder geil aus. Also, die sind wirklich, die sind richtig deswegen cool. Deswegen eben beim Drag Race habe ich ja beim Anzug schon relativ. Ja, das schleudert halt auch richtig das Zeug weg. Sieht man sogar, wenn man driftet, dass vorne das Zeug auch wegfliegt. Das ist so geil, auf der Kamera erkennt man da halt nichts, weil das viel zu weit weg ist oder wie auch immer. Boah, ist das heiß. Aber das ist wirklich geil. Der Rustler, kommt der mal wieder? Er kommt wieder. Die Spuren. Ja, die Spuren sehen auch geil aus. Würde ich sagen, machen wir das zweite Rennen. Oh, Alter. Hä? Das geht so nicht. Das gibt Abzug. Das gibt 10 Sekunden Strafe. Genau. Da haben wir auch noch schöne Fähnchen aufgestellt. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen, Tunefighter Reifen. Genau, später machen wir auch noch ein paar Sprünge mit dem Granite, der Hoss auch. Und Max natürlich auch. Dann würde ich sagen, ja, hallo. Ich muss mal meinen Wedel nochmal zurecht machen hier. So. Stell doch mal die Parteien hier vor. Also, ja, du kannst auch mal was labern. Es ist gerade so ein hobbyloses Video, aber egal. Dann machen wir weiter. Moment. Autos sind im Bild. Ich kann mich dann auch mal dahin stellen, so in die Mitte, so von schräg, damit man sieht, wer als erstes durchfährt. Machen wir jetzt erst nochmal eins, so. Ja, egal. Ich bin dann einfach die Ziellinie. Also, Leute, weiter. Ja, ja, die innere 60. Nee, der Rustler wissen wir gar nicht. 60, glaube ich auch. Also, Ansage. 3, 2, 1, go! Oh! Jetzt siehst du gar nichts mehr. Aber dafür ist die Antenne gut. Aber wo ist sie? Ich habe Max außerdem so wunderschönen 6700 mAh Akku, den ich eigentlich für einen Punisher habe. Den habe ich hier jetzt einfach selber, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich denke schon, wenn ich blende ich ein Foto ein, mit so einer Stange, die da einfach so drüber geht, festgemacht und das klärt es jetzt einfach nur, damit die Brace nicht so rumwackelt. Es geht, für krasse Sprünge geht es nicht, aber für so langs, für Drag Race, schnell fahren. Oh, sind sogar alle Autos schon wieder da. Wir müssen hier das Grünzeug wieder reinstecken. So, Alter! So, dann stelle ich mich jetzt mal da an die Seite, oder? Wo soll ich mich jetzt wieder hinstellen? So.
So, Autos. Wo sind sie? Da stehen sie. So, dann würde ich sagen, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Ui, der Big Bock rammt den Juni. Ach du Scheiße! Aber er hat zurückbekommen. Juni liegt auf dem Dach. Alle drei, da muss ich meinen auch noch umdrehen. Komm, komm. Ja, alle auf dem Dach. Also wir drehen die ganzen Karren mal um. So Leute, wir haben den Platz gewechselt. Wir haben hier jetzt so einen Hügel. Da hinten eine große Wiese und jetzt haben wir die zwei Tunis, den Rustler und den Big Rock und fahren halt einfach mal hier durch die Gegend und ich hoffe, dass man überhaupt irgendwas erkennt. Nee, mit der Lenkung. Alle an 3S außer der Rustler. Der brauchst du nicht. Der brauchst du, der hat Traxxas Akku drin, der ist, das ist 2,5S. Ich brauche doch noch so ein Sonnendach über dem Kameradisplay, damit ich was sehe. Bei wem? Oh, der Rustler. Nach 3 Stunden war der Akku leer. Es war wirklich, das ist extrem gut, der Traxxas Akku. Muss man den lassen. Obwohl sie ziemlich teuer sind, die Akkus können was. Oh, oh, yo. Wo ist mein Tune Fighter? Da kann man schön die andere Ansicht machen. Hier so. Ja doch, die sieht man sogar, wenn ich so stehe. Und wenn man von hier kommt, ist auch gut. Oh, ja. Alter, was ist das denn? Die Lenkung. Ich muss die halt wirklich noch höher setzen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich immer noch nicht weiß, wie es geht. Oh, 2 Tunis kämpfen. Oh, was ist jetzt? Antriebswelle oder? Keine Differential oder so. Oh. Differential, hier vorne glaube ich, wird gepusht. Wie gepusht? Push am Bau hier. Geht nicht. Oh, 4WD Buggy gräbt sich ein. Ich grab mich nicht ein. Ja, du hast auch bessere Reifen. Genau deswegen. Aua. Aber gesund. Da wird auch gepusht bei dem Teamfighter. Ich habe gar nichts mehr kontrolliert. Seit Darmstadt habe ich eigentlich nur noch ein paar Schrauben nachgezogen und das war's. Das war gut. Komm, ich mal da drüben. Juni kommt. Alter, meine Lenkung. Ich fahre mit der CR3P, wisst ihr ja vielleicht, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Und da ist die Feder wieder abgesprungen. Und jetzt habe ich so ein Lenkrad, wo einfach in allen Positionen stehen bleibt. So eine Katastrophe. Kann man nicht mit lenken. So, jetzt fahren nur noch 2 von 4 Autos. Was jetzt beim Niklas los ist, weiß ich nicht. Irgendwas knattert, irgendwas ist komisch. Der hat so gut mitgemacht. Gestern hat er gut durchgezogen. Heute eigentlich auch. Oh, und ich stehe wieder nicht im Schatten. Ui! So, dann würde ich sagen, noch mehr Tuni oder lang? Oh, Achtung! Ach du Scheiße! Oh, oh Mann. Junge, da will ich was sagen, wir beenden mal kurz das Video und dann geht's bald weiter. So Leute, jetzt ist leider schon etwas, einiges kaputt gegangen, deshalb ist jetzt nur noch, eigentlich nur noch Max und Rustler am Leben so richtig. Das ist, sind jetzt keine großen Schäden beim Rest, aber es sind halt so Schäden, dass man nicht mehr fahren kann. Jetzt machen wir halt nochmal, keine Ahnung, 3 Sprünge mit Max und dann ist auch gut. Ich weiß nicht, warte mal. Vielleicht. Mal Backflip hier. Jawohl, die alte Karo. Ah, nee, jetzt man greifen. Ist ja halt so flippig. Deshalb kannst du auch übelst gute Sprünge und Backflips machen. Oh, 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 oh. Ja, da unten kannst du halt geile Wheelies ziehen. Warte, ich komme wieder hoch. Sollen wir
da mal noch runter springen? Ja, dann spring halt mal da runter. Ich mal da oben drauf. Ich bin schon gespannt auf die Landung. Ich auch. Sieht man das überhaupt? Warte, ich muss mich irgendwie woanders hinstellen. So, jetzt. Ja gut, wenn man es so macht, dann Profifahrer haben wir. Ist auch nichts gesehen. Das ist auch das Geheimnis, warum der Max immer noch fährt, weil er immer nur mit 20% Geschwindigkeit gefahren wird und nie mit Vollgas. Deswegen Vollgas. Geht er auch noch. Boah, da ist er wieder da. So, Moment, ich komme wieder hoch. So, ich muss wieder die Kamera drehen. Hohe Geschwindigkeiten. Genau, da ist ein Hundescheißbeutel. Er macht halt da schon einen Backflip. Kannst du nicht gescheit drauf fahren auf die Rampe? Ja, da gibt es eine Stelle, da kann man gut drauf fahren. Oh, schön, das Grün da zerfetzt. So, ja, dann würde ich eigentlich sagen, war es das dann bald mal wieder. Wahrscheinlich schon wieder lang. Ein Double, fast ein Double. Und schon die Karo verspätet. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, um weitere Videos von dieser geilen Location nicht mehr zu verpassen. Rustler fährt auch noch. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Lasst es gut gehen. Bis zum nächsten Mal bei FCK und Co. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.